Today I want to talk to you about. Heute will ich darüber sprechen, wie kompliziert das Leben geworden ist. Meine Frage ist, war es je Gottes Wille, dass unser Leben so kompliziert ist? Wer von euch kann sagen, nein, das ist nicht das, was Gott will? Seht ihr? Wer von euch stimmt mir zu, dass das Leben kompliziert geworden ist? Jeder hat so viel zu tun und ist gestresst. Mittlerweile ist der Stress ein Multimilliardengeschäft, weil man den Leuten wieder beibringen muss, wie sie ruhig werden. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, blendet den Vers bitte einmal ein. Ich zitiere ihn oft, aber ich will, dass ihr ihn seht. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es genießen. Damit sie Leben haben und es genießen. Und es in ganzer Fülle bis zum Überfluss haben. Ich glaube, dass ihr euer Leben nicht genießen werdet, wenn ihr euch nicht ganz bewusst darum bemüht. Satan lässt nichts unversucht, um euch eure Freude zu rauben. Überall sind Dinge und Leute, die das Potenzial haben, euch eure Freude zu nehmen. Wenn euer Leben kompliziert ist, habt ihr keine Freude, weil Komplikationen die Freude zerstören. Aber ist es wirklich das Leben, das kompliziert ist, oder ist es unsere Herangehensweise an das Leben? Ich weiß noch, wie ich über meinen Terminplan jammerte und klagte, kein normaler Mensch kann all das tun, das ist einfach zu viel, alle erwarten zu viel von mir, bla bla bla. Da sprach der Heilige Geist in mein Herz, er sagte, du hast deinen Terminplan selbst gemacht, wenn er dir nicht gefällt, ändere ihn. Und das will ich euch heute weitergeben. Ihr habt eure Termine gemacht und zu all dem Ja gesagt. Wenn ihr etwas ändern wollt, dann tut es. Nur ihr allein könnt das ändern. Gott möchte nicht, dass wir am Ende des Tages nicht mehr wissen, was wir eigentlich gemacht haben und feststellen, dass wir etwas ganz anderes vorhatten. Wir alle kennen das, deshalb will ich heute über verschiedene Punkte zu diesem Thema sprechen. Ich glaube, es sind 7. Ja, ich sehe mal kurz nach. 6, 8. Ja. Es sind 8 Punkte. Ich hoffe, wir schaffen sie heute alle. Der erste Punkt lautet, trefft die Entscheidung, eure Herangehensweise an das Leben zu ändern. Das Leben mag sich verändern, aber meistens verändert es sich zum Schlechten hin. Je näher wir den letzten Tagen des Weltgeschehens kommen, umso schwieriger werden unsere Lebensbedingungen. Aber ich glaube, dass Gott sich um uns kümmern wird. Wir müssen keine Angst haben. Das ist eine aufregende Zeit, die Christen großartige Gelegenheiten bietet, ein Licht an einem finsteren Ort zu sein. Doch wir müssen eine Entscheidung treffen und unsere Herangehensweise ändern. Die Bibel lehrt uns, dass wir nicht dieser Welt gleichförmig sein sollen. Wir sollen nicht sein wie der Rest der Welt und nicht ihr System übernehmen. Stattdessen sollen wir durch die Erneuerung des Sinnes verwandelt werden. Wir müssen also lernen, anders zu denken. Nehmt euch fest vor, euer Leben zu genießen. Und nehmt euch vor, dass ihr jedes Mal, wenn ihr etwas tut, hört mir jetzt zu, jedes Mal, wenn ihr etwas tut, das anfängt, euch zu frustrieren, solltet ihr nach einer Möglichkeit suchen, es zu vereinfachen. Habt ihr mich gehört? Jedes Mal, wenn ihr etwas tut, das anfängt, euch zu frustrieren, müsst ihr euch fragen, wie kann ich es mir leichter machen? Denn sobald ihr etwas vereinfacht, werdet ihr Freude daran haben. Mein Mann kann das wirklich gut. Sobald Dave sich etwas vornimmt, lässt er sich nicht davon abbringen. Letzte Woche ging er Golf spielen und als er danach wieder nach Hause fahren wollte, sprang sein Auto nicht an. Er war ziemlich weit von zu Hause entfernt. Ich fragte, was hast du dann gemacht? Er sagte, ich habe den Notdienst angerufen, aber bis der endlich da war, hat es über eine Stunde gedauert. Ich hätte mich sicher aufgeregt und gesagt, es muss sofort jemand kommen, ich kann nicht eine ganze Stunde hier rumsitzen, sehen Sie zu, dass Sie schnell herkommen. Ich fragte Dave, und was hast du dann gemacht?
Er sagte nun, ich dachte, dass ich die Zeit ebenso gut genießen kann. Ich holte meinen Golfsack wieder aus dem Auto, ging zurück auf den Rasen und verbrachte die Stunde damit, ein bisschen weiter zu üben und zu trainieren. Wir müssen uns verändern. Sein Auto sprang nicht an und er saß fest. Jetzt hatte er zwei Möglichkeiten. Er konnte es gelassen sehen und sagen, so ist das eben. Ich werde einen Weg finden, die Zeit zu genießen. Oder er hätte eine miserable Situation noch miserabler machen können, indem er falsch damit umgegangen wäre. Ich glaube wirklich, dass sich in unserem Leben nicht viel ändern wird, wenn wir keine Verantwortung für unser Verhalten übernehmen. Wir können lernen, uns in jeder Situation zu freuen, wenn wir es uns ganz fest vornehmen. An Gott ist nichts kompliziert. Sein Plan für unsere Erlösung ist so simpel, dass manche kluge Menschen ihn nicht begreifen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So einfach ist das. Gott liebt uns. Wir sind Sünder. Wir können uns nicht selbst helfen. Wenn wir uns an ihn wenden, ihm vertrauen und glauben, dass er für unsere Sünden gestorben ist, können wir ihn bitten, uns unsere Sünden zu vergeben. Er wird es tun und kommen und in uns leben. Unser Name wird im Buch des Lebens geschrieben stehen und wenn unsere Reise hier auf der Erde zu Ende ist, werden wir in den Himmel kommen und dort auf ewig in seiner Gegenwart leben. Wer würde das nicht wollen? Aber die Menschen machen es kompliziert. Religion ist kompliziert. Jesus ist nicht kompliziert, oder? Gebet ist einfach. In Jakobus 4, Vers 2 heißt es, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Glaube ist einfach, Vertrauen ist einfach. Ich kann es nicht, aber Gott kann es. Kommt zu ihm wie kleine Kinder, lasst die Vergangenheit los. Das macht das Leben einfacher. Schleppt nicht all den Müll von gestern in euer Heute. Vergebt den Menschen, die euch verletzt haben. Die Alternative dazu lautet, sie euer Leben lang zu hassen und unglücklich zu sein. Aber ihr könnt ihnen einfach vergeben. Das ist die beste Lösung. Wenn ihr sündigt, könnt ihr euch deshalb zwei Wochen lang schlecht fühlen. Ihr könnt euch selbst hassen, euch dafür verurteilen und euch schuldig fühlen. Oder ihr könnt den einfachen Weg wählen, eure Sünde bekennen, umkehren, Gottes Vergebung annehmen und weitergehen. Na, was sagt ihr? Ihr könnt euch wegen etwas, das ihr gestern getan habt, schuldig fühlen und ihr könnt sagen, ich nehme jetzt Gottes Gnade an. Und ich werde mich nicht länger für eine Sache bestrafen, an der ich nichts mehr ändern kann. Ich nehme seine Vergebung an und mache weiter. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Das ist einfach, ihr braucht Hilfe. Jesus sagt, kommt her zu mir. Entscheidet euch dafür, eure Herangehensweise an das Leben zu ändern. Ich habe das getan und verhalte mich jetzt auch in meiner Ehe anders. Dadurch ist mein Leben so viel besser geworden. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich wollte, dass Dave bestimmte Kleidung trägt. Ihr habt Mike heute gesehen. Er hatte ein weißes Hemd an und eine Weste. Das gefällt mir. Die Männer tragen das jetzt und es sieht wirklich gut aus. Deshalb wollte ich, dass auch Dave Westen trägt. Er sagte, ja, das könnte ich machen. Und so schlug ich meinen Kindern vor, ihm zu seinem Geburtstag eine Weste zu kaufen. Und Mike kaufte ihm auch eine. Jetzt hat er also zwei schöne Westen, eine schwarze und eine graue. Ich half ihm, ein paar Hemden herauszusuchen, die gut dazu passen, und sagte, pack deine Weste ein und zieh sie an, wenn du am Freitag sprichst. Das wird gut aussehen und mir gefällt das. Als er sich dann am Freitag fertig machte, war er genauso angezogen wie immer. Ich fragte, wo ist deine Weste? Er sagte, ich mag sie nicht und ich ziehe sie nicht an. Okay, ich sprang mal wieder voll darauf an. Wer weiß, was ich meine? Ich habe das schon viele Male zuvor getan. Ich weiß, dass das keine gute Idee ist und meist nicht sehr erfreulich verläuft, aber trotzdem legte ich los. Was meinst du damit, du magst sie nicht? Warum haben wir sie gekauft, wenn du sie nicht magst? Er sagte, ich mag es nicht, wenn das Hemd raushängt.
Ich sagte aber, so trägt man das jetzt. Aber ich stecke das Hemd in die Hose. Ich sagte aber, das sieht total altmodisch aus. Du musst es heraushängen lassen, wir müssen doch modern bleiben. Aber ihr sagte, ich mag sie nicht und ich ziehe sie nicht an. Wisst ihr, ich habe viele, viele Jahre lang versucht, Dave zu ändern. Aber jetzt mache ich es mir leicht. An diesem Punkt sage ich, okay, und geh weg. Die einfache Antwort lautet, lass ihn anziehen, was er will. Das möchte ich doch auch tun, also muss ich es ihm ebenfalls zugestehen. Ihr könnt eure Ehe einfacher gestalten, indem ihr aufhört zu versuchen, euren Partner zu beherrschen. Wenn er sich nicht modern anziehen will, ist das seine Sache. Wer von euch glaubt, dass Dave in einer Weste gut aussehen würde? Aber ich habe festgestellt, sobald ich aufhöre, darüber zu reden, zieht er sie am Ende doch an. Okay, ich will euch eine Geschichte erzählen, eine wahre Geschichte. Als ich noch mittendrin steckte, hatte ich keine Ahnung, was vor sich ging. Bei so vielen Dingen, die wir durchmachen, verstehen wir selbst nicht, warum wir uns so verhalten, wie wir es tun. Und wenn wir dann in Gott wachsen und er uns Erkenntnis schenkt, sagen wir, oh, das hat sich damals abgespielt, als ich mich durch mein Verhalten in jener Situation unglücklich gemacht habe. Ich neigte dazu, ganz einfache Dinge unnötig zu verkomplizieren. Gott sei Dank habe ich das jetzt weitgehend überwunden. Manchmal übertreibe ich es immer noch, wie zum Beispiel beim Kochen. Es ist immer zu viel von allem da. Und wenn mir ein Kleidungsstück gefällt, kaufe ich es manchmal in 4 verschiedenen Farben. Aber 3 davon trage ich dann nie, obwohl sie mir so gefallen haben. Am Ende verschenke ich die Sachen dann. Ich versuche wirklich zu lernen, alles ein wenig einfacher zu gestalten, aber ich musste mir das fest vornehmen. Ich arbeite schon einige Jahre daran. Als ich nach Büchern zum Thema Einfachheit suchte, war ich überrascht, dass es dazu kaum welche gab, und so schrieb ich selbst eines. Es heißt, 100 Dinge, die das Leben leichter machen. Wenn ihr also in diesem Bereich Hilfe braucht, könnt ihr euch ein Exemplar davon kaufen. Vor vielen Jahren, das muss mittlerweile um die 35 Jahre her sein, war Gottes Wort noch nicht so sehr in mir verankert und ich war ziemlich religiös. In meinem Leben gab es viel Religion, bevor ich wirklich eine Beziehung zu Jesus hatte. Eines Sonntags nach dem Gottesdienst sagte ich, ohne groß nachzudenken, wer von euch sagt manchmal Dinge ohne nachzudenken? Ich sagte, ohne groß nachzudenken, zu 2 Ehepaaren, hey, warum kommt ihr nächsten Sonntag nach dem Gottesdienst nicht mit zu uns? Wir könnten Burger und Hotdogs grillen und einfach gute Gemeinschaft haben oder ein Spiel spielen. Sie sagten, ja, gerne. Das fühlte sich so gut an. Wir würden viel Spaß haben. Aber dann ließ ich mir das Ganze noch einmal durch den Kopf gehen und dachte, wenn ich dieses Paar und dieses Paar einlade und jenes nicht, sind die vielleicht beleidigt, deshalb sollte ich sie lieber gleich mit einladen. Natürlich muss ich deren Kinder ebenfalls einladen und dann müssen auch die Kinder der anderen Paare mitkommen. Und so wurden aus den 4 Leuten, die ich ursprünglich eingeladen hatte, 20. Meine Hotdogs wurden zu Steaks, die ich mir nicht leisten konnte. Ich machte einen Kartoffelsalat, was den ganzen Tag dauerte. Chips waren mir auf einmal nicht mehr genug. Es musste ein Kartoffelsalat her, und zwar ein selbstgemachter. Natürlich war der Garten nicht schön genug, also pflanzten wir Blumen. Und strichen den Grillbereich. Ich wollte die Leute unbedingt beeindrucken, deshalb musste alles einwandfrei sein. Ich verbrachte die ganze Woche mit Putzen und Schrubben, und als die Leute dann kamen, mochte ich sie nicht einmal mehr. Ich wollte nicht mehr, dass sie kommen und konnte es kaum abwarten, bis sie wieder gingen. Außerdem war ich ärgerlich auf Dave, weil er am Samstag Golf spielte, anstatt mir zu helfen, alles für die große Party am Sonntag vorzubereiten. Ihr lacht, weil ihr es versteht, oder? Gut, lasst mich euch sagen, was ich falsch gemacht habe. Zunächst einmal wollte ich Menschen beeindrucken.
mit meinem Haus und mit meinem Essen. Ich wollte Eindruck auf sie machen. Wenn ihr euer Leben lebt, um andere zu beeindrucken, wird es kompliziert. Ihr könnt das Komplizierte in eurem Leben nur loswerden, wenn ihr durch und durch seid, wie ihr seid. Wenn ihr jemanden beeindrucken wollt, sollte es einzig und allein Gott sein. Ihr dürft euch keine übermäßigen Gedanken darüber machen, was die Leute denken. Ich machte mir viel zu viele Gedanken darüber, was die Leute dachten. Das war mein zweiter Fehler. Ich kaufte Dinge, die ich mir nicht leisten konnte. Wir konnten uns die Steaks nicht leisten. Dave und ich hatten damals sehr wenig Geld. Wir mussten jeden Monat auf Gott vertrauen, dass wir unsere Rechnungen bezahlen konnten. Aber ich kaufte Steaks für Leute, die ich gar nicht auf meiner Party haben wollte. Und die ich nur eingeladen hatte, weil ich mich davor fürchtete, was sie denken könnten, wenn ich es nicht tat. Ich hatte zu viele Leute eingeladen, um die Party genießen zu können. Außerdem hatte ich sie aus den falschen Gründen eingeladen. Ich rieb mich auf, indem ich mir viel zu viel auflud und Dinge tat, die ich nicht hätte tun müssen. Ich klagte Dave an, dass er mir nicht half, den Druck loszuwerden, den ich mir selbst auferlegt hatte. Das Ergebnis davon war, dass ich eine furchtbare Woche hatte. Ich hätte mir alles viel einfacher machen können. Ich hätte es bei 4 Personen, Hamburgern, Hotdogs und Eistee belassen können. Wir hätten einfach draußen sitzen und Gemeinschaft haben können. Das wäre sicher schön gewesen. Aber nein, ich musste es kompliziert machen. Ich will euch ermutigen, euer Leben einmal kritisch zu hinterfragen. Ihr solltet euch wirklich ein wenig Zeit nehmen und ein kleines Treffen mit euch selbst veranstalten. Setzt euch einfach hin und denkt über euer Leben nach. Darüber, wie ihr die Dinge angeht, was euch Stress verursacht und was euch frustriert. Als erstes solltet ihr euch fragen, tue ich etwas, womit ich aufhören sollte, weil es absolut nichts Gutes in meinem Leben hervorbringt und mich nur frustriert? Und was tue ich aus falschen Gründen? Was tue ich, weil jemand anders denkt, ich sollte es tun, obwohl ich nicht das Gefühl habe, dass Gott es von mir will? Was tue ich, damit nur alle anderen zufrieden sind? Nehmt eure Gartenschere und fangt an, einige Dinge aus eurem Leben wegzuschneiden. Dann wird euer Terminkalender schon bald übersichtlicher sein. Lernt zu manchen Dingen Nein zu sagen. Seid mutig, fragt euch nicht ständig, was andere denken könnten. Lebt für Gott und lebt dafür, ihn glücklich zu machen. Gott ist ganz sicher nicht begeistert, wenn ihr die ganze Zeit herumrennt und frustriert seid. Wenn ihr frustriert seid, werdet ihr irgendwann aus der Haut fahren und nur noch mürrisch sein. Ich frage mich, warum andere von mir erwarten, dass ich all diese Dinge tue. Oh, du musst etwas unternehmen. Ich kann so nicht mehr leben. Okay, wenn ihr zu Gott schreit, dann wollen wir jetzt glauben, dass er heute durch mich spricht und euch sagt, was ihr tun sollt. Hab ich recht? Vor kurzem hatte ich noch mehr zu tun als sonst. Es war einfach viel los. Wir haben in den letzten 6 Wochen 3 Veranstaltungen wie diese abgehalten und auch sonst gibt es viel zu tun. Aus diesem Grund war ich ein bisschen schneller unterwegs, als ich sollte. Und wenn man das tut, macht man manchmal wirklich dumme Sachen. Vor ein paar Wochen wollte ich gerade das Haus verlassen. Ich war in Eile. Ihr wisst, wie das ist, wenn man es eilig hat. Man vergisst dieses und jenes, muss nochmal zurück, um es zu holen. Als letztes ließ ich die Hündin raus, damit sie ihr Geschäft verrichten konnte. Hinterher bekommt sie immer ein Leckerli, aber diesmal steckte ich es in meinen Mund statt in ihren. Ich dachte, okay, das muss aufhören. Am nächsten Tag wollte ich meine Unterwäsche in die Wäschetonne werfen, aber ich warf sie in den Mülleimer. Und letzte Woche ging ich einmal zum Auto hinaus und hatte an einem Arm meine Tasche. Ich war angezogen, Gott sei Dank, aber am anderen Arm hatte ich mein Nachthemd. Wenn dieser Vortrag nicht für euch ist, predige ich ihn mir selbst, denn offensichtlich brauche ich ihn wirklich. Na, kommt schon. Simple.
Einfache Dinge sind schön. Wirklich schön. Blickt ihr auf das zurück, was euch in eurem Leben am meisten bedeutet hat, werdet ihr feststellen, dass es nicht der Urlaub ist, für den ihr Schulden gemacht habt. Ihr habt ihn so mit Aktivitäten vollgestopft, dass ihr nach eurer Rückkehr noch 3 Wochen lang darüber gejammert habt, wie erschöpft ihr seid. Ihr habt den Urlaub nicht einmal genossen, obwohl ihr dafür Schulden gemacht habt, die ihr jetzt noch abbezahlen müsst. Das, woran ihr euch erinnert, sind die einfachen Dinge. Vielleicht hat eines eurer Enkelkinder etwas gesagt, über das ihr geschlagene 10 Minuten lachen musstet, oder eins eurer Kinder hat etwas getan, das euch das Gefühl gegeben hat, etwas Besonderes zu sein. Es sind immer die einfachen Dinge, die uns am meisten bedeuten, aber in dem Versuch, eine gute Zeit zu haben, verstricken wir uns oft in komplizierte Methoden, die letzten Endes sowieso nicht den gewünschten Erfolg bringen. Ich persönlich finde das Leben ziemlich lustig. Wahrscheinlich bin ich lustiger als viele der Unterhaltungsmöglichkeiten, für die ihr bezahlt. Und warum? Weil ich über das reale, alltägliche Leben rede. Seht ihr, ich finde es wirklich wunderbar, dass Gott es gerne sieht, wenn wir in der Kirche lachen. Ich kann euch sagen, ich ging viele Jahre in die Kirche, aber da, wo ich hinging, wurde nicht gelacht. Absolut nicht. Und als ich begann, Vorträge zu halten, überraschte es mich, dass die Leute lachten, weil ich eigentlich kein sehr witziger Mensch bin. Ich sage euch etwas, Gott möchte, dass wir lachen. Er will, dass wir unser Leben genießen und dass wir mehr lachen. Er will nicht, dass das Leben an uns vorbeizieht, weil wir ständig gestresst, verärgert und frustriert sind und glauben, es keinen weiteren Tag aushalten zu können. Ich weigere mich, noch länger so zu leben. Ich habe lange genug dafür gebetet, dass sich mein Leben und meine Umstände ändern. Und vor etwa 3 Jahren kapierte ich es, das Leben ändert sich nicht, deshalb muss ich es tun. Versteht das hier jemand? Das Zweite, was ihr tun könnt, um euer Leben zu vereinfachen, ist, euch auf das Wesentliche zu konzentrieren. Es gibt ein paar Grundpfeiler im Leben, die wir nicht vernachlässigen dürfen. Ich weiß, was das Wesentliche ist. Erstens, Gott. Zweitens, mein Mann, meine Kinder und meine Enkelkinder. Drittens, dieses Werk, mit dem Gott mich so sehr gesegnet hat. Aber um mich auf diese Dinge konzentrieren zu können, muss ich zu vielem anderen Nein sagen. Das gefällt nicht jedem, aber Gott freut es. Und wenn ihr lernt, ihn glücklich zu machen statt alle anderen, wird sich euer Leben verändern. Konzentriert euch auf das Wesentliche. Psalm 27, Vers 4 hat mein Leben verändert. Und das meine ich wirklich so. Wir alle haben schon Zeiten erlebt, von denen wir heute sagen, dieser Moment hat mein Leben verändert. Sehen wir uns Psalm 27, Vers 4 an. Eins. Und nebenbei gesagt, das Wort simpel, und wir wollen ja alles vereinfachen, bedeutet einfach. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Das sind viele Worte, ich fasse sie für euch zusammen. Eines wünsche ich mir und strebe ich an, in deiner Gegenwart zu leben und alle Tage meines Lebens deine Freundlichkeit zu sehen. Gott erklärte Martha, was sie im Gegensatz zu Maria nicht tat. Maria setzte ihn an die erste Stelle. Dieser Punkt ist für ihn der wichtigste und deshalb sage ich euch, wenn euer Zeitplan keinen Raum für Gott lässt, braucht ihr nicht auf Freude oder Frieden zu hoffen. Dann wird nichts in eurem Leben Sinn ergeben. Dafür wird Gott sorgen, denn er ist ein eifersüchtiger Gott. Er ist eifersüchtig auf all die Dinge, die wir für so wichtig halten, dass wir keine Zeit mehr für ihn haben. Hört auf zu versuchen, Gott
ihn eurem Zeitplan unterzubringen und fangt an, euren Zeitplan um Gott herum aufzustellen. Setzt ihn an die erste Stelle. Kümmert euch zuerst um ihn, bevor ihr etwas anderes tut. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Leben zu kompliziert ist, können Sie heute damit beginnen, es zu vereinfachen. In Matthäus 11, Vers 28 heißt es: Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Gehen Sie zu Gott. Er wird Ihnen zeigen, was Sie verändern können, um Ihr Leben einfacher zu gestalten. Es heißt, zu Hause ist da, wo das Herz ist. Wir bei Joyce Meyer Ministries haben ein sehr großes Zuhause, weil unser Herz überall dort ist, wo es bedürftige Menschen gibt. Wir wollen da sein und Ihnen die Liebe Christi weitergeben. Also folgen Sie Ihrem Herzen und machen Sie mit. Sie können Menschen überall auf der Welt helfen. Sie können etwas bewirken. Denn wo immer wir sind, da sind auch Sie. Ich würde mich freuen, wenn Sie es einplanen, an einer meiner Konferenzen teilzunehmen. Sie sagen vielleicht: Joyce, warum sollte ich das tun, wenn ich dich doch täglich im Fernsehen erleben kann? Wissen Sie, meine Sendungen sind eigentlich nur ein Appetithappen. Doch Teil der Konferenz zu sein, macht erst richtig satt. Joyce Meyer kommt nach Paris und Rotterdam. Inspirierender Lobpreis und lebensverändernde Vorträge. Einfach gewaltig. Das muss man einfach erleben. Das trifft genau ins Herz. Am 8. Mai in Paris auf Englisch, Französisch und Arabisch. Und am 9. Mai in Rotterdam auf Englisch und Niederländisch. Ich würde mich wirklich freuen, wenn Sie dabei sind. Tickets und weitere Informationen jetzt auf joycemeyer.fr und joyce-meyer.nl. Freundliche Worte verbinden, trösten und ermutigen. Da wird einem warm ums Herz. Unachtsam ausgesprochene Worte können hingegen Streit entfachen und außer Kontrolle geraten. Wie man bedacht mit seinen Worten umgeht, erklärt Joyce Meyer auf der DVD Die Macht deiner Worte. Bestellen Sie die DVD Die Macht deiner Worte jetzt. Im Internet unter joyce-meyer.de oder telefonisch unter 040 88 88 411 11.